Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hustle Castle. Gestern mal wieder ordentlich schön geliked, das freut mich, deswegen kommt jetzt nämlich schon wieder die nächste Folge. Mal gucken, ob ihr es morgen wieder hinkriegt. Wir haben Post bekommen. Boom. Die Gefährten von Lord Aragorn, okay? German Elite. Ja, nee, tut mir leid, German Elite und die Gefährten. Ich gehe leider in meinen eigenen Clan und da sind meine ganzen Community-Leute schon drin. Wenn ihr auch in diesen Clan wollt, geht einfach auf meinen Discord. Da ist mein Discord-Link quasi auf dem Bildschirm. Wer noch fauler sein möchte, der kann natürlich in die Beschreibung gehen. Da könnt ihr sogar draufdrücken und dann seid ihr auf meinem Discord und dann könnt ihr zu den Hustlern gehören. Die sind auf meinem Discord quasi der Clan. Die heißen aber dann Bruderschaft. Naja, so. Wir gehen natürlich weiter. Ich glaube, ich habe den Ton ganz leise gemacht, oder? Weiß nicht, irgendwie höre ich gar nichts, aber egal. So, Sir, dein Lagerhaus befindet sich in der Truhe. Ja, ich weiß. Und zwar die Truhe, die wir nicht öffnen wollen. Gut, wir gucken mal, wie viel kriegen wir denn? 1500. Da sammelt sich ordentlich was an. 2000. Wir haben die 10.000 voll, Freunde. Aber mir wurde gesagt, dass man ein Gebäude fertigstellen kann, wenn es bei noch 10 Minuten ist. Yay. Gucken wir mal ganz kurz. Dauert eine Stunde. Wie lange dauert das hier? Nein, das wollte ich nicht. Eine Stunde. Na gut, das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr erleben. Was haben wir hier? 45 Minuten. Ich kann das nirgendwo mehr machen. Reparatur, 30 Minuten. Verbessern, 30 Minuten. Verbessern, 20 Minuten. Na gut, ich kann es jetzt leider nicht mehr zeigen, weil wir jetzt kein Gebäude mehr haben, das unter 10 Minuten geht. Ist ja auch egal. Nö. Wir nehmen am besten irgendwas, was 20 Minuten dauert. Was nicht so teuer ist, vielleicht. Weil ich glaube nicht, dass ich die so viel Geld wieder zusammenkriege. Zwanzig Minuten, aber Thronsaal ist Stufe 3 benötigt. Ja, gut, dann. Was soll's? Ich kann das Ganze ja auch schneiden. Ich bin gekonnter Schneider. Was ist hier im Markt los? Schätze. Genau, eine kostenlose Truhe können wir öffnen, ne? Das ist der Vorteil, wenn man Folgen macht. Man hat fast jede Folge hat man eine Truhe. Aber später werde ich natürlich ein bisschen mehr schneiden müssen und dann vergehen mehrere Tage. Aber naja. So, schwerer Plattenharnisch. Not bad. Kann man gebrauchen. Definitiv. Wir gucken mal. Was läuft hier auf der Karte ab im Orkwald? Da haben wir die Heldenallee. Moment. Oh, ich muss auf was anderes gucken. Und zwar, nee, nicht den Scheiß, Magie oder Tod. Verbessere die Thronsaal auf Stufe. Wie soll ich das denn hinkriegen? Es gab doch tägliche, da, täglich, da. Öffne die festgelegten Anzahl an Truhen eines beliebigen Typs. Es war eine tägliche Belohnung, ey. Okay, erringe einen Sieg in einem Handlungsort, oder in einer Invasion. 5 Stück. Töte gegnerische Bogenschützen. Na gut, ich denke, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Essen, juhu, zack, yay. Alles einsammeln, was geht. Was? Da wollte ich nicht drauf. Ach, weil ich Hi geschrieben habe. Stimmt. Die haben mich wahrscheinlich geaddet, weil ich Hi geschrieben habe. So, gut, greifen wir an. Und zwar die Heldenallee. Müssten wir irgendwie stark genug sein. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Das ist vielleicht ein schwerer Fehler gewesen. Aber wir gucken einfach mal. Okay, mein Bogenschütze ist vergiftet, aber das zieht jetzt nicht so viel Leben. Erstmal den Magier, weil das ist hier der Penner, der alles gemacht hat. Ja, so langsam stirbt mein Tank so vor sich hin. Naja. Hat ja noch funktioniert, Freunde. Hat noch funktioniert. Belohnung 500. Nice. Und eine Truhe. Wir müssen 10 Truhen öffnen. Eine haben wir schon, also haben wir 2 jetzt. Sir, wir haben das Taschentüchlein Ihrer Braut zurück. Nun haben die Orks es zerrissen, Sir. Diese miesen Kreaturen, ich werde eine Stunde lang meinen Appetit verlieren. Warum? Nein, ich will es immer noch nicht. Jetzt haben wir 2 Tage lang noch diese Scheiße.
Egal. Wir haben eine Truhe zu öffnen. Ignorieren wir das Ganze. So, was haben wir denn da so Schönes? Ausrüstung des Speers. Ist das besser oder schlechter? Was sagst du, Madame? Ist das besser oder schlechter? Weniger Schaden. Ja, 2. Aber dafür 50 mehr Verteidigung bzw. Gesundheit. Oh, weißt du was, legen wir an. Ist mal wieder was Neues. Wenn sie ran haben, wieder ein paar neue Sachen tragen. So, wir wollten heute auch wieder neue Namen vergeben. Das weiß ich. Ich öffne mein Discord. Was haben wir denn noch hier? Wir haben ja hier Michael. Ach, Michael habe ich nicht wieder reingeschickt. Ich habe gestern einen Zamp gemacht, wo Regie in der Küche steht. Und dafür brauchte ich Michael nicht. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr Nahrung gehabt, oder? Ne, ich glaube 1500 war das Maximale. Na gut. Michael. Du wirst den Namen tragen. Ich nehme Silord. Silord, du bist unser Michael Silord, ja. Großartig. Silord, du bist unser neuer Koch. Perfekt. Und jetzt koch gefälligst. Wir haben hier noch Mädel, Claudia. Claudia, du trägst den Namen Kiri. So, Kiri, du bewachst unseren Schatz, Lady Kiri. Na, dann passt das schon. Sehr schön. Ich habe auch überlegt, wir haben ja 10 Zeichen. Heißt das so vielleicht, man hat 10 Zeichen, bis man ein Leerzeichen macht? Nein, okay. Ich habe gedacht, vielleicht kann man Vor- und Nachname machen, aber nein. Na gut. Kiri. Sehr schön. Gut, Kiri, pass gut auf unseren Schatz auf. Wir werden den auf jeden Fall später noch gebrauchen können. Wenn wir jetzt noch einen Krieger kriegen, irgendwann, dann setzen wir ihn erstmal zum Trainieren rein und dann tauschen wir sie aus immer. Ich glaube, das ist eine gute Idee, dass man immer welche hat, die trainieren oder welche, die angreifen. Na gut, wir greifen aber weiter an. Wir haben den Ork-Friedhof. Stark genug sind wir auf jeden Fall noch. Können wir weitermachen. Wir müssen aber bald trainieren, damit wir stärker werden. Aber ich glaube, nee, ich glaube, das Trainieren ist nur dazu geeignet, um mehr Sachen zu tragen, ne? Kann es sein, dass das nur für die Klamotten ist? Ich glaube schon. Easy. Sehr schön. Noch eine Truhe bekommen. So lohnt sich das richtig. Schatz, Zeit, meine Eltern kennenzulernen. Kannst du nicht sehen, was hier los ist? Was? Rettest du mich denn nicht? Sir, ich schlage vor, wir greifen die feindlichen Festungen von uns aus an. Damit Prinzessin Olivia beruhigt ist. Okay, Bogenschützen haben wir abgeschlossen, noch eine Truhe zusätzlich. Also ich finde, man kriegt hier ziemlich viele Truhen. Was einerseits auch ziemlich geil ist, muss ich sagen. Das ist für Reggie. Das ist für Reggie. Das geben wir mal Reggie in die Hand. So, Reggie, du kriegst auch eine Waffe. Boom. Schön. Was bringst du mir? 117 Produktion die Stunde. Wenn wir auf 1500 hochgehen können und wir haben jetzt eine Produktion von 266, sorry, dann brauchen wir knapp 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden, um es voll zu kriegen. Na gut. Ist ziemlich viel, muss man sagen. Das heißt 1500 alle 6 Stunden. Okay. Gut, wir haben aber noch eine Truhe, die öffnen wir natürlich gleich. Na, eine Axt. Oh, 2 Sachen? Cool, wir haben eine Axt. Mit verursacht beim Angriff mit einer Chance von 110% Flächenschaden. Okay, warum nicht? Produktion die Stunde, okay. Kiri, auch du bekommst eine hübsche Waffe. Bitteschön. Und wir gucken mal, ob für dich die Axt besser geeignet ist. Ich glaube nämlich schon, ja, sehr schön. Das wird unsere Kampfkraft noch um einiges steigern. Und deswegen können wir direkt weiter angreifen. Angriff ist die beste Verteidigung, Freunde. 3900 haben wir mittlerweile. Und die sind jetzt auch schon bei 3400. Also wir müssen da schon noch einen Zahn zulegen, um irgendwie besser zu werden. Denn so langsam geraten wir in eine langsamere Phase.
Ja, da sieht man schon, der Tank kippt jetzt nämlich langsam um. Hey, guck mal, das ist ein Schurke. Wie cool. So, Hauptmenü. Und wir haben was Neues gemacht. Magie und Tod. Erringe einen Sieg am Wegpunkt Magie oder Tod im Orkwald. Nice. Kleidung bekommen, was Neues bekommen. Erhöhe die Klasse Kämpfer von 2 Kriegern auf 8. Das müssen wir auch noch hinkriegen, ne? Ja. So, gewöhnlicher Gegenstand und ungewöhnlicher Gegenstand. Ach so, 2 Sachen kriegt man hier. Aha. Oh, eine Pfanne. Was haben wir hier bekommen? Schatzmeister, sehr schön, das fehlt uns noch. Und das fehlt uns natürlich auch noch. Das heißt, unsere Produktion steigt und steigt und steigt und steigt. So, zieh das hier mal an. Jetzt haben wir eine Produktion. Ach, beide haben eine Produktion jetzt von 266, oder was? Ah, und wenn ich hier auf den Raum klicke, Info. Beide haben eine Produktion von 266, was bedeutet, wir brauchen 3 Stunden, um das Kapazitätsmaximum zu erreichen. Und da sehen wir es ja auch, 1500. Na, und wenn ich den Raum verbessere, erhöht sich das um 1500. Ah, oh, ich verstehe. Ja, wir brauchen Thronsaal Stufe 3. Das würde aber wahrscheinlich dann nicht so schwer sein hinzukriegen. Na gut. So, gucken wir mal, ob wir eine Möglichkeit haben anzugreifen. Hier haben wir einen Boss. Wir sind stärker als der Boss, okay. Ich weiß nicht, das ist riskant. Also das ist, das, liebe Freunde, ist schon sehr knapp. Aber ich würde gerne sehen, wie es ausgeht, wenn es so knapp ist. Kann man tatsächlich schon voraussagen, wer gewinnt, wenn man sich diese Statistik anguckt, dass wir mehr Punkte haben als die? Gucken wir mal. Wenn ja, können wir halt immer mit Sicherheit angreifen, wenn wir diese Punkte sehen. Wir machen ja auch ein bisschen Flächenschaden. Ach du Scheiße. Ja, doch, doch, doch. Ausgewichen! Okay, okay, wir können uns so in etwa drauf verlassen. Es ist nicht 100%, weil eigentlich hätte es noch knapper sein müssen, aber wir haben es geschafft. Nice, cool, dann können wir die anderen auch angreifen. Und, obwohl er tot ist, ist er wieder da. Okay, perfekt. Was? Event-Feed? Interessiert mich doch nicht. Ich dachte, ich kann... Oh, ich dachte, ich hätte einen Fortschritt geschafft. Na gut. So, wir haben eine Truhe zu öffnen. Ein ungewöhnlicher Gegenstand für uns. Boom. Durch. Stellt beim Angriff mit einer Chance von 11% 6 der eigenen Gesundheit wieder her. Erhöht beim Angriff mit einer Chance von 17% den verursachten Schaden um 20%, hält 10 Sekunden an. Okay. 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 Das ist strange. Das hat schon. Man merkt schon, die Kämpfe haben auch viel mit Zufall zu tun anscheinend. Also eigentlich immer schon gewesen, aber das ist noch zufälliger als mit Fallout Shelter zum Beispiel. Was bringen mir eigentlich diese Level-Ups? Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer noch keinen Erfolg. Ich habe doch voll viele Erfolge gemacht. Achso, ah, die Erfolge. Durchschnittliches Bewohnerpotenzial ist gesunken. Warum? So, wie sieht's aus mit deiner Gesundheit? Er ist wieder da. Er ist wieder hier. In seinem Revier. So. Hier können wir auch noch gewinnen. Das hier ist nämlich noch knapper, aber wir greifen einfach mal an. Das ist gerade mal 100 Unterschied. Schauen wir mal. Also Schurken, muss ich sagen, die hauen gut Damage raus. Alter Schwede. Okay. Niederlage. Gut, was soll's. Basiert. Basiert. Gut, ich würde folgendermaßen sagen, wir schicken erstmal die beiden Leute rein wegen des Erfolgs und holen uns halt Stufe 8 bei beiden. Das ist doch eine gute Idee, ne? Ja gut, 47 Minuten noch. Ich denke mal, bei 10 Minuten können wir das Ganze beschleunigen.
So, da haben wir den ersten Punkt. Pupp. Mobile hat das Attribut Kämpfer 7 erlangt. Wir wollen aber noch weiter und das dauert 2 Minuten. Also. So krass ist das jetzt nicht, ne? Können wir eigentlich beide reinschicken? So, der Dude hat es auch wieder geschafft. Das heißt aber, er wird immer 2 höher sein als sie. Oder kann er nicht mehr? Er kann nicht mehr. Aha. 8 ist hier das Maximale. Wir gucken mal ganz kurz hier in den Ausbild. Raum mit Level 2 benötigt. Ah, sie kriegt plus Stärke 2. Ah, okay, sammeln wir mal ein. Und nochmal plus Stärke 2. Das heißt, sie kriegen da doch schon ein bisschen was. Bewege deinen Bewohner in diesen Raum, erhöhe die Klasse deines Kämpfers, erhöhe die Kampffähigkeit. Kampffähigkeiten. Ich dachte Items, hä, was? Deines Bewohners. Okay, das klingt easy. Aber gut zu wissen, gut, dann müssen wir das hier auf jeden Fall erstmal auf Stufe 2 kriegen, bevor wir hier weiter trainieren können. Das heißt, sie werden noch zumindest auf dem gleichen Level sein. So, und somit ist auch sie Stufe 8. Wir gucken uns jetzt mal den Unterschied an, wenn wir jetzt angreifen, ob da sich was Großes getan hat oder ob die immer noch scheiße sind. Das wäre nämlich noch wichtig für uns zu wissen, wenn sie erstmal da ist. Ich glaube, sie muss im Raum bleiben. Oh, stimmt. Gold und Äpfel. Besiege Graf in seinem Unterschlupf im Orkwald. Habe ich das nicht schon gemacht? Ich glaube, das ist der hier, ne? So, ja, wir sind stärker geworden. Wir sind tatsächlich stärker geworden. Nice. Das heißt, diesmal schaffen wir sie aber. Dann kriegen wir eine bessere Belohnung. Dann machen wir den nächsten Blatt. Ja, gut. Also so... Wir haben jetzt einen mehr geschafft. Oh Gott, das wird knapp. Nein, warum schießt du denn nochmal auf denselben? Oh, sie hat nochmal auf denselben geschossen. Sie ist ausgewichen. Sie ist ausgewichen. Oh, das war knapp. Das, liebe Freunde, war knapp. Alter Schwede. Sir, in deinem Lagerhaus befindet sich... Ja, ich weiß. Die Apfeltruhe öffne ich aber im Scheiß nicht, ey. Kannst du vergessen. Na, ich habe mir eigentlich Klamotten gewünscht, aber naja. Was soll's. Ah, erringe einen Sieg an einem Handlungsort. Okay, jetzt, vielleicht kriegen wir jetzt gute Sachen. Wäre auf jeden Fall recht wichtig jetzt für den nächsten Kampf. Eine Waffe. Ist sie besser? Stellt beim Angriff mit einer Chance von 9% 5 der eigenen Gesundheit wieder her. Ist nicht gut, ne? Will ich das mit dem Flächenschaden besser? Naja. Ich habe gerade überlegt, was ich da im Hintergrund gerade höre. Ihr hört es wahrscheinlich nicht. Aber Reggie macht Teig. Wir wollen nämlich Snackbowls machen. Neuer Erfolg! Du. Der nimmervolle Schrank. Erhalte beliebige Ausrüstungsgegenstände aus Truhen. Okay. Ach! Es gibt mehrere Stufen. Das ist interessant. Na gut. Meint ihr, wir schaffen noch den nächsten Kampf? Weg ins Dickicht? Müssten wir schaffen, weil die sind jetzt schwächer als die anderen, die wir angegriffen haben. Und wenn wir einen Flächenschaden hinkriegen, ist es auf jeden Fall easy geschafft. Ja, Flächenschaden, boom. Da hinten sind Magier, die kippen um, weil ich sie angucke. Uff. Ja, nice. Mr. Flauschig. Spring doch einfach hoch, wie sonst auch immer. Dass der jetzt nerven muss. Na gut, sammeln wir erstmal ein. Das lief doch schon mal sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das lief sehr, sehr gut. Möchtest du das Spiel bewerten? Nein, eure Zauber wirken bei mir nicht. Auch nicht schlecht. Sir, ein sehr starker Gegner nähert sich. Stelle sicher, dass deine Krieger die besten Waffen und Rüstungen haben. Was? Was? Warum? Egal, wir öffnen die nächste Truhe und wir kriegen Geld und Kochklamotten. Na gut.
Gucken wir mal, wie gut die Klamotten hier sind. Das sind grüne Klamotten, ne? Stimmt, ich merke gerade erst, dass die Waffen verschiedene Farben haben. Ja, ist ja klar, Rollenspiel-Ding ins Kirchens, ne? Passt schon. Na gut. So, ein bisschen mehr Happiness. Ja, wir sind bei 5% Ertrag. Das ist perfekt. Höher geht's nicht. Dafür brauchen wir den Premium. Und ja, wenn ich mir so angucke, was ist Premium eigentlich? Sonstiges? Bequemer Spieler. Okay, maximale Zufriedenheitsbonus für Ressourcenproduktion, zusätzliche Ressourcen für Siege im PvE, PvP-Modus, schütze 30% deiner Ressourcen davor, bei einem Angriff im PvP geplündert zu werden. Verringert die Dauer beim Bau und beim Raumverbesserung, verringert die Dauer bei der Fertigung von Gegenständen, von Zaubern, verbessert tägliche Truhenbelohnung, das Krankenhaus stellt die Gesundheit von Einheiten überall in der Burg wieder her, doppelte Belohnung für tägliche Quest, Fertigkeitslimits von Zaubern, doppelt so viel Geschenke für Freunde, der Kampf kann beschleunigt werden. Das, liebe Freunde, ist Pay to Win vom Feinsten. So lernt man das. Gut, wir gucken mal auf die Karte. Wir haben nur noch den Graf Unterschlupf vor uns. Und wir sind theoretisch stärker als er. Gucken wir mal. Oh. Der ist groß. Okay, aber er war auch schon betäubt. Er ist wieder betäubt. Nice. Ich denke, wir schaffen den. Krasses Viech, alter Schwede. Aber easy weggenockt. Boom, boom, boom. Ja, 1000 Gold und eine hübsche Truhe. Wir haben das erste erreicht. Das erste Ziel. Graf hat Kopfweh, eure Schuld. Die Leute aus der Burg kommen näher. Unglaublich, erwache aus deinem Schlummer. Es? Nochmal. Die Leute aus der Burg kommen näher. Unglaublich, erwache aus deinem Schlummer, Mortalis. Ich habe eine Aufgabe für dich. Meister, warum hast du mich geweckt? Ich bin schrecklich hungrig. Schon bald wirst du genug frische, lebendige Nahrung haben, mein Freund. Erhalte Bossausstattung. Du hast einen großartigen Sieg erlangt. Nimm ein episches Set, das dir helfen wird, den nächsten Gegner zu besiegen. Das wäre viel cooler, wenn man den jetzt raiden könnte, immer und immer wieder, und dann irgendwie Gegenstände bekommt. Und der wird auch immer stärker. Das wäre um einiges geiler, als ich kaufe mir zwei Sachen und freue mich einen Keks. Also öffnen wir erstmal eine Truhe. So. Passt schon. Eine neue Truhe. Wir gucken erstmal uns die Rüstung an. Was haben wir da Schönes bekommen? Wir haben ja hier noch andere Rüstung. Oh, die ist ja richtig gut. Das ist eine andere. Hier haben wir einen Dolch. Der Dolch ist besser? Oh, das ist kein Dolch. Das sieht aus wie ein Dolch. Kannst du mir doch nicht erzählen. Oh, hätte ich das gewusst. Aber wir sind jetzt stärker geworden, Freunde. Immerhin. So, haben wir die Kleidung hier schon angeguckt? Selbst die... Was mache ich denn? Ich kriege Sachen und rüste sie nicht aus. Wie doof bin ich eigentlich? Naja, holen wir die Belohnung. 1000 Gold. Na gut, das kriegen wir eh nicht hin. Das sind irgendwelche Gespräche. Das ist ein Herzchen. Ja, man könnte sich hier das Ganze hier durchlesen, aber ganz ehrlich, guckt euch an, wie viel da los ist. So, tägliche Quest Truhensammler. Alle täglichen Quests sind somit abgeschlossen. Morgen stehen neue zur Verfügung und wir öffnen auch diese Truhe. Gold und Kleidung. Ist wahrscheinlich nicht so eine gute Kleidung, wie wir jetzt haben. Das braucht Anforderung 8. Na gut, das andere ist eine ungewöhnliche Rüstung, also. Ist Bescheid. So, gut. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal elendes Land an. Ausgehobene Gräber. Wir sind theoretisch stark genug. Wollen wir das heute machen oder machen wir das morgen? Turniere sind verfügbar, wenn der Thronsaal Level 5 erreicht. Under Construction. Was ist das?
Das Portal wird verfügbar, sobald du einen Thronsaal auf Stufe 6 hast. Ja, wieso nicht? Ich würde sagen, ich möchte auf jeden Fall Thronsaal Level 2 haben. Das heißt, wir warten jetzt kurz noch ab. Und dann schauen wir mal. So, Freunde, wir haben es unter die 10 Minuten geschafft und wir können tatsächlich gratis beschleunigen, die letzten 10 Minuten. Boom! Baue jetzt ein Wohnzimmer. Es wird dir ermöglichen, mehr Bewohner in die Burg einziehen zu lassen. Außerdem ermöglicht es ihnen, Familien zu gründen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noch etwas Magie, um den Bauvorgang zu beschleunigen. Wenn du zwei Bewohner in das Wohnzimmer schickst, kannst du bald in der Burg ein Baby haben. Niemand weiß, woher sie kommen, aber es funktioniert. Was? Ich hab gratis zwei Einheiten bekommen? Okay. Gut gemacht. Gib deinen Untertanen etwas Zeit und die Burg wird sich bald mit dem Lachen von Babys füllen. Mit dem Lachen, mit dem Weinen meinst du ja. Na gut. So, verbessere den Thronsaal auf Level 3. Hatte ich den schon auf 2? Ich dachte, wir kommen jetzt auf Level 2. Naja, wieso nicht? My Lord, in der Kaserne ist nur wenig Platz. Die Krieger haben keinen Platz, um die Rüstung zu wechseln und sie müssen sich beim Schlafen abwechseln. Wenn wir die Kaserne erweitern, können wir einen weiteren Kämpfer in unsere Truppe aufnehmen. Ja, das ist eine coole Sache. Tatsächlich, ich bin jetzt Stufe 3. Ich dachte, ich bin erst auf dem Weg zu Stufe 2. Wie cool ist das denn? Okay, wir haben es geschafft. Morgen wird es richtig spannend. Wir können nämlich, wofür auch immer der Trophäenraum ist, bauen, ein Krankenhaus bauen. Wir können einen Speisesaal bauen. Ich glaube, das machen wir jetzt mal schnell kurz. Einfach nur, um ja unsere Produktion zu maximieren. Und zwar werde ich erstmal den Burgeditor nehmen. Ich werde diesen Raum hier entfernen. Kann ich ihn einfach da hinpacken? Wieso ist der Thronsaal weg? Wieso ist das Wohnzimmer weg? Okay, packen wir erstmal den Thronsaal da oben hin. Das Wohnzimmer meinetwegen dahin. Und was nehmen wir noch? Wir nehmen mal den hier und packen die Kaserne dahin, weil ich möchte später. Ist die Burg größer geworden? Ich wollte gerade sagen, ich wollte ursprünglich, weil die Burg halt so klein ist, hier ein Fahrstuhl hinpacken, um runterzubauen. Aber die Burg wird größer, Freunde. Die Burg wird einfach größer. Das ist ja crazy. Naja, Kämpferausbildungsraum. Packen wir mal dahin. Dann nehmen wir nämlich erstmal diesen Raum, packen ihn nämlich erstmal dahin. Und da können wir auch meinetwegen das Wohnzimmer nehmen und erstmal dahin packen. Wir werden das später alles noch besser anordnen, wenn unsere Burg groß genug ist. Aber ich möchte als allererstes. Ich habe vergessen, Nutzen zu drücken. Ne? Oh, gut, ja. Nutzen. So. Aber ich möchte erstmal unser Goldvorrat erhöhen. Und ich habe gesehen, dass wir eine bessere Kluft für den hier haben. So, anlegen. Zack, Produktion ist nochmal gestiegen. Perfekt. So, wie lange dauert das? 20 Minuten. Gut, das werden wir dann morgen durchhaben. Ich möchte erstmal gucken, wie lange dauern die hier kleinen Dinger. Eine Minute. Das kann man nicht beschleunigen. Na gut, dann die werden wir morgen auseinandernehmen dann. Aber, Leute, stellt euch... Ah, natürlich bin ich, oder? Ich bin jetzt Level 3. Ich habe keine Ahnung, ist auch egal. Stellt euch das Ganze im Fallout-Universum vor. So Fallout Shelter. Du kannst andere Vaults angreifen. Das wäre einfach. Gott, wäre das geil. Ich würde das feiern. Dann würde es wenigstens Sinn haben, mal länger zu spielen, Fallout Shelter, weil Fallout Shelter ist halt ein Singleplayer-Ding und irgendwann wird das all. Das wissen wir alle. Deswegen habe ich ja auch das Rollenspiel gemacht, damit es halt ein bisschen mehr Sinn macht, weiterzuspielen. Aber das hier ist halt wirklich fast gut. Fast gut. Es ist halt Pay to Win. Es ist viel zu viel Pay to Win. Es müsste halt eine Möglichkeit geben, das Ganze auch zu bekommen, ohne was zu kaufen. Zum Beispiel diese Ausrüstung hier. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, diese zu bekommen, aber wenn es das nicht ist, ist es kacke. Ist halt so. Ja gut.
Dann gehen wir erstmal auf den Markt. Gehen wir auf Produktion, Schatzkammer, bauen da eine neue Schatzkammer hin und beschleunigen das Ganze nochmal. Können das nochmal verbessern. Gratis beschleunigen. Zack! Und schon haben wir eine größere Schatzkammer. Das heißt, unsere Produktion steigt natürlich, wenn wir jetzt nochmal Leute da reinpacken. Und weil ich die Folge jetzt beende, mache ich einfach den hier. Das kann ich natürlich später nicht mehr machen. Sobald ich angegriffen werde, bin ich halt schutzlos. Aber ich hoffe einfach mal, dass es noch nicht möglich ist, dass ich angegriffen werde. Ich will erstmal Geld ohne Ende sammeln. Ich habe 15.000. Ich sollte noch irgendwas verbessern. Irgendwas richtig Teures. Das wäre perfekt gewesen. Damn. Sollen wir das machen? Ein Tag. Thronsaal Stufe 6. Na gut. Thronsaal kostet 40.000. Das haben wir leider nicht. Die Lagerkapazität. Ja, dann könnten wir die Truhe öffnen, ne? Wie lange dauert das? Eine Stunde. Ist so schwer, ist so schwer. Kaserne. Verbessern wir die Kaserne. Gut, Freunde, und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge und wie die letzten Tage auch. Wenn ihr das Video mögt, dann liked es auch. Je mehr Likes, umso wahrscheinlicher ist es, dass es nämlich morgen noch eine Folge gibt. So sieht's aus. Haut rein, euer Seon. Tschüss.